Ja, hallo, bei mir ist ja Jahr des Baumes und dieses Jahr habe ich hier zum Geburtstag geschenkt, die kriegt noch eine Mirabelle. Die wird hier eingepflanzt mit grober Holzkohle, mit Perlit und Kompost, richtig schön Kompost. Ja, dann gucken wir mal, was noch passiert ist. Leider hatten wir einen Polarwind und dieser Polarwind, der war wirklich schlimm. Also wie ihr seht, hat er die Palme hier scheinbar umgebracht. Also die war wirklich grün, komplett grün, aber vielleicht wird es nochmal gerettet. Ich glaube nicht. Ich werde sehen. Ja, mal sehen, ob da noch was rauskommen kann. Meine Banane, die hat es gut überstanden. Da ist auch wieder Blätter gestorben. Langsam taucht der Farn auf. Hier habe ich auch neuen Farn gesetzt. So, gehen wir mal weiter. Gucken, welche Bäumchen noch so da sind und was aus denen geworden ist. Da haben wir hier meine Mispel und die ist ja immer noch so klein. Wie ihr seht, mein Magikraut ist gut angewachsen. Hilft auch gut jedes Mäulchen. Ihr seht den Unterschied. Hier habe ich schon ein bisschen Samen ausgestreut, ein bisschen Naschi, ein bisschen Radieschen, ein bisschen Pastinaken. Da wächst mein Spargelsalat. Da hier kommen schon langsam die Erdbeeren raus. Das ist mein kleines Winterbeet, das Experimentieren. Da kommen dann praktisch die großen Kürbisse und so was alles. Auberginen und so was alles kommt darin. Ja, ich Rotkohl und sonst hier zwischengepflanzt. Wie ihr seht mit dem Gründüngung, also einfach hier ist ja nur Gras drauf gemacht worden. Funktioniert super, hier wächst schon alles sehr schön. Da Radieschen sind schon fleißig. Die Möhrchen sind schon fleißig. Die sind noch vom vorigen Jahr übrigens. Die können noch ein bisschen wachsen. Und da kommen auch Rotkohl und etc. Habe ich da noch gepflanzt. Hier ist auch Magiekraut, weil das hier ein bisschen schattig ist. Magiekraut und Heckenzwiebel. Okay. Hier, diesmal hat es den Frost überstanden, meine Kiwis. Hier leider nicht, wie ihr seht, kommt aber nach. Hier sind die ganzen Blätter nur durch den Wind, durch diesen Polarwind, ist wie abgestorben. Unter anderem meine schöne braune Kiwi, ja, meine Feige. Braunfeige ist abgestorben. Muss ich gucken, also mir wurde gesagt, die kann noch mal werden. Die Türki Braun ist das und hier ist die Bornheimer, die ist geworden. Da ist aber mit dem Blatt stimmt irgendwas nicht, muss ich mal gucken. Falls jemand das weiß, kann er mir ja Bescheid sagen. Sieht sehr komisch aus. So, und hier kommen wir zu meiner Aprikose, zum großen Erstaunen. Die hat funktioniert, das ist ja die alte Aprikose. Die hat tatsächlich geklappt. Hier ist mein kleiner Wasserspiel. Das werde ich noch schön machen dieses Jahr. Und der Pfirsichbaum ist leider scheinbar nicht geworden. Also da kommt auch scheinbar jetzt nicht. Jetzt müsst ihr mal langsam. Die Erdbeeren sind fleißig. Und der Mauerbeerbaum hat genauso mit diesem Polarwind zu kämpfen gehabt. Weiß ich nicht. Müssen wir mal sehen, ob er übersteht. Okay, bis dann. Leute, hat ein bisschen gedauert. Oh je, Hammer verschnitt. Ich hoffe, ihr seht, das Bäumchen ist gepflanzt. Ich weiß, ich hätte es auch ein bisschen breiter machen sollen, aber der Baum soll sich ja auch an diese Erde gewöhnen. Und deswegen lasse ich das auch so. Und jetzt sind bloß ein paar Aufräumarbeiten. So schnell kann man seinen Garten bereichern. Daneben sieht, da ist meine Blaubeere. Die ist auch sehr schön angewachsen. Die hat nämlich Weitbohnen, das ist super für den. Da hatte ich ein Riesenloch ausgehoben, weil ich ja vorne von meiner Tanne so viel übrig hatte und habe die ganzen Tannennadeln und alle damit drin versenkt.
Also davon kann der Baum dann auch profitieren. Und ist gut angewachsen, kann ich wieder auf Ömer gießen. Perfekt. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüssi.